Kuffel? Ja. Denk doch an die Rose. Ja, mache ich. Das ist zu heiß. Ja, mache ich gern. So. Hauptsache die kleinen Kühe. Edda und Winfried Lange-Hilmers bei ihrer sommerlichen Gartenarbeit. Wo der Sprenger nicht ausreicht, muss die Kanne ran. Viel Arbeit bei 30 Grad, aber geklagt wird nicht. Es macht mir Spaß. Die Blumen bekommen ihr Wasser, es tut ihnen gut. Und mit dem Schlauch möchte ich es nicht machen. Weil die kleinen Pflanzen darunter leiden würden oder sie fallen sogar aus dem Kübel heraus. Und man muss sie behutsamer begießen als mit einem harten Wasserstrahl. Dass die Lange-Hilmers engagierte Gärtner sind, zeigt sich im gesamten Garten. Hier haben sie Erstaunliches geschaffen auf 4000 Quadratmetern. Vor allem imposante Gehölze wachsen hier in Marklendorf in Niedersachsen. Zum Beispiel diese dekorative Scheinlerche. Zwei besondere Lieblinge von Winfried Lange-Hilmers sind seine beiden Schlangenfichten. Ein Gärtner erklärte Winfried, warum eines der Exemplare nicht wachsen wollte. Man darf sie nicht in einem Kübel pflanzen. Das hatte ich zunächst getan, weil ich nicht wusste, wo ich sie einpflanzen will. Und sie wird hysterisch, wenn sie die Wurzeln innen gegen den Topf bekommt. Und das wird dann so schlimm, dass sie immer mehr kümmert. Es führt bis zum Tode. Es ist praktisch Platzangst. Dann habe ich es rausgeholt, hingepflanzt. Und Sie sehen ja den Erfolg auch. Sie sind absolut gleich alt. Aber ich denke, in 4, 5 Jahren hat sie eingeholt. Vor mehr als 25 Jahren wurde der Garten zum Lebensprojekt des Paares. Hier wuchsen damals nur ein paar hohe Eichen. Doch dann folgten viele andere Gehölze, für die sich die Gartenenthusiasten noch immer besonders begeistern. Am Gehölzrand entwickeln sich viele Stauden, die mit einer halbschattigen Lage gut zurechtkommen, wie diese Wiesenraute. Direkt unter den Gehölzen haben die beiden Baumliebhaber viele Hügelbeete etabliert. Hier wachsen zahlreiche Hostas oder das Lungenkraut. Für sonnenempfindliche Funkien gibt's zur Mittagszeit eine Sonderbehandlung. So, den stelle ich jetzt in Richtung Sonne, dass die Blätter nicht verbrennen. Und, denn ich möchte auch noch im Herbst schöne grüne Blätter hier haben. An anderer Stelle haben die beiden ihre Schattenschätze in Töpfen in die Erde gesetzt. So kann man sie unter den Bäumen besser feucht halten. Drumherum eine Landschaft mit Baumstümpfen. Die Idee kam von ganz oben. Fernsehfilm haben wir gesehen, Prinz Charles in England hat eine Riesenparkanlage und der hatte die Idee, lauter Riesenstucken und Hölzer und dergleichen mehr hinzulegen und dazwischen Hosten zu pflanzen. Und das habe ich abgeguckt. Ihr Garten mit seiner Pflanzenvielfalt erfordert immer wieder vollen Einsatz von den Lange-Hilmers. Gut, dass sie auch Ruheplätze haben. Allerdings, so oft nutzen sie die gar nicht. Schließlich gibt es in ihrem Garten immer etwas zu richten und noch schöner zu gestalten.